Okay, dann wollen wir mal gucken, was das für ein toller Trank ist, den wir uns da holen sollen. Der ist in Ledetschko, soll der sein. Okay, dann gucken wir mal in Ledetschko. Was wir da Tolles finden für einen tollen Trank. Mal gucken, vielleicht ist es schon die letzte Aufnahmesession für das Spiel. Weil nach dieser, Geschichte müssten wir eigentlich durch sein. Sieh an, wen haben wir denn da? Ah, der verlorene Sohn. Ich wusste, wir würden uns wiedersehen. Wer bist du denn? Lass mich raten. Ach, er. Diese Frage musste ja kommen. Ich hingegen hatte eine Vision. Und zwar, dass ich dich nächstes Mal nicht aus der Scheiße ziehen werde. Oh. Ach, ich erinnere mich an den. Tut mir leid. Aber solche Dinge geschehen nun einmal, um uns auf die Probe zu stellen. Ja, ganz genau. Soll ich dich mal auf die Probe stellen? Hier, Duft der... Wie ich hörte, weißt du etwas über einen Trank, der unwiderstehlich macht? Ah, gewiss doch. Der Duft der Unwiderstehlichkeit. Nach einer uralten Rezeptur. Moses hat sie einst benutzt. Moses? Was glaubst du denn, wie er sein Volk dazu gebracht hat, ihm 40 lange Jahre durch die Wüste zu folgen? Ein äußerst wirksamer Trank. Oh, scheint fast so. Wie viel willst du für das Rezept? Für wen hältst du mich? Das Wissen unserer Ahnen verschabelt man nicht einfach auf dem Marktplatz. Hat Jesus seine Wunder zu kennen? Oh Mann, ey. Was muss ich jetzt wieder machen? Was hältst du hiervon? 2000? Ja, komm, nimm mit. Wirklich? Na gut, das Doppelte. Was? Warum du... Ach, was reg ich mich überhaupt auf? Ich kann das Elixier für dich zusammenmischen, wenn du mir einen Gefallen tust. Schon wieder? Spricht man in diesem Ton mit seinem Herrn und Meister? Schäm dich. Bitte verzeih, Meister. Mein Wissensdurst hat mich aus der Fassung gebracht. Mhm. Ich habe Verständnis für deine Ungeduld, aber der Weg zur Weisheit ist steinig. Oh Mann, was und ein Vogel, ey. Genau. So, ja, wobei soll ich dir helfen? Wobei brauchst du meine Hilfe? Ach, mein lieber Lehrling. Alles ist vor die Hunde gegangen. Ich lebe von der Hand in den Mund, schlafe auf Stroh und die Leute hier kaufen nichts von mir. Sie trauen mir nicht. Als wäre ich so etwas wie ein Scharlatan. Ist das zu glauben? Sieh mich an. Sieht so etwa ein Schwindler aus? Ich bin ein redlicher Händler, dem nur das Seelenheil seiner Mitmenschen am Herzen liegt. Ganz genau. Das schändliche Geschwätz aus Sasor wird bis hierher vordringen. Ich sollte fortgehen, ehe es schlimmer wird. Aber wenn ich nicht zu Geld komme, kann ich nirgendwo hin. Jemand muss die Einheimischen dazu ermuntern, ihre Herzen zu Kann öffnen. Ich dir nicht einfach das Geld geben? Ich werde für dich ganz gewiss nicht den Schläger spielen. Was denkst du denn von mir? Ich verabscheue Gewalt. Das ist nur etwas für Dummköpfe. Ja, was hat er denn jetzt schon wieder vor? Davon überzeugen, dass sie meine Mittelchen brauchen. Zum Schutze gegen einen Wiedergänger. Wiedergänger? Was soll das sein? Ein auferstandener Toter. Seine Seele kann sich nicht vom Körper lösen. Alter Vater, ein Zorn, ob seine Schicksals unter den Lebenden weilt. So etwas habe ich schon gesehen. War aber nur ein Trunkenbold, der sein ganzes Geld verspielt hat und dann nach Hause getorkelt ist. Darüber spricht man nicht hohn. Weißt du, was gegen einen Wiedergänger zu tun ist? Da, Mohnsamen über das Grab streuen. Das mag bei einem Nachtalb helfen, nicht jedoch bei einem Wiedergänger. Du hast viel von mir gelernt, aber der gewöhnliche Bauerntölpel ist solch dunklen Mächten schutzlos ausgeliefert. Als Christen müssen wir dafür sorgen, dass sie gewappnet sind. Und was schlägst du diesbezüglich vor? Ohne Beweise glauben sie nichts. Diese Zweifler, wir brauchen ein leeres Grab, das wir nutzen können. Richtung Sasau ist eins, aber die Sache hat einen kleinen Haken. Der wäre? Nun ja, es ist nicht gänzlich leer. Nicht gänzlich? Was soll das heißen? Man muss es nur freischaufeln. Warum gerade dieses Grab? Gerade dieses Grab?
Dörfler reden nicht gerne über das Grab. Daher muss es eine finstere Vergangenheit haben. Und an Orten wie diesen sind Wiedergänger nichts Ungewöhnliches. Ah, wir würden damit alte Wunden aufreißen und die Bevölkerung gegen uns aufbringen. Schon wieder. Dann müssen wir so vorgehen, dass uns niemand damit in Verbindung bringt. Na gut, ich brauche eine Schaufel. Ich hab eine Schaufel. Ja, hol alle Knochen raus, ohne Spuren zu hinterlassen. Und was soll ich mit den Knochen machen? Behalte sie. Menschliche Knochen kann man immer gebrauchen. So ein Typ. Und wie erfahren die Leute von dem Wiedergänger? In jedem Dorf gibt es Gerede. Hier auch. Ich kenne ein Weib, das schneller Klatsch verbreitet als ein Bote auf dem schnellsten Ross. Okay, was soll ich hier sagen? Was soll ich diesem Kratschweib sagen? Ich wette, dass es ausreicht, beiläufig das leere Grab zu erwähnen. Und noch vor dem Abend wird das ganze Dorf davon wissen. Wo wohnt diese Frau? Im letzten Haus links von der Straße nach Sasau. Ihr begegnet dich als erstes auf dem Weg hierher. Und als ich den Dorfanger erreichte, war ich schon umringt von einer gaffenden Meute. Sie kann nicht die Klappe halten. Ja, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Das funktioniert. Nicht ganz. Frag sie, wer dort beerdigt wurde, damit wir das Ganze ausschmücken können. Also, Grab freischaufeln und mit Tratschweib reden. Und die Knochen. Du musst sie wegschaffen, sonst wird niemand an den Wiedergänger glauben. Okay. Ich hätte wissen müssen, dass ein Auftrag von Herrn Hans stets im Wahnsinn endet. Grabräuberei? Es ist halt echt so. Jedes Mal, wenn wir irgendwas für den tun. Ah, yikes. Okay, was müssen wir denn jetzt machen? Okay, schaufle das Grab frei und entferne die Knochen. Na gut. Er wollte den Trank brauen, ne? Also selbst wenn ich ihn jetzt ausnocke, wird er den wahrscheinlich nicht dabei haben. Naja gut, komm, dann schaufeln wir das scheiß Grab frei. Schaufeln wir das scheiß Grab frei. Komm, machen wir das. Ist kein Thema. Wir haben schon so viele Sachen in diesem Spiel gemacht, die eigentlich absolut nicht tragbar sind. Das kommt jetzt auf ein einzelnes Grab. Wo ist denn das überhaupt? Auf ein einzelnes Grab, was wir jetzt noch schinden, auch nicht mehr an, ehrlich. Wir haben schon so viel untragbare Sachen gemacht in dem Game. Wahnsinn, ey, Wahnsinn. Naja. Oh, davon läuft einer rum. Ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen, nee. Ich habe noch nie einen Wanderer attackiert in dem Game. Es wird jetzt mal Zeit, dass wir das auch mal tun. Was sind du für einer? Ja. Umhauen. Hau rein, Bruder! Gucken, was du so dabei hast. Du hast ja nichts dabei, das ist ja völliger. Naja. Ups, falscher Knopf. Also lohnt es sich auch gar nicht, die zu attackieren. Ah, sind gleich schon da, guck mal. Na gut, dann schauen wir mal. Das muss ja jetzt hier gleich irgendwo sein, das Grab. Grab finden und Knochen entfernen. Naja, sollte ja machbar sein. Ist es hier? Hier muss es sein, ne? Stimmt hier oben drauf. Ne, ich habe ein Nest entdeckt. Hier. Oh Mann. Was tue ich hier eigentlich schon wieder? Okay, Köter, du bist ein bisschen im Weg. Köter! Da. Sag mal, Hund, geh doch mal an eine Seite. Hallo. Brustkorb, Oberarmknochen. Oberschenkelknochen. Oberschenkelmuskeln. So, dann nehmen wir mal die ganzen Sachen mit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher. Na doch, das sind tatsächlich sind das
Tatsächlich sind das Questgegenstände. Das heißt, ich kann die noch nicht mal wegwerfen. So, wo ist denn das Drahtschweib? Da hinten. Okay. Dann gucken wir doch mal nach dem Drahtschweib. Das muss hier sein. Okay. Du das Drahtschweib? Du bist das Drahtschweib, hä? Drahtschweib. Hallo. Gott sei mit dir, gute Frau. Was gibt es hier Neues? Rein gar nichts. Ganz im Gegensatz zu manch anderer Gegend. Ich hörte von einem leeren Grab. Was für ein leeres Grab soll das sein? Das Grab außerhalb des Dorfes bei der Straße nach Sasau. Auf der Kiefernlandzunge, am Fluss. Und woher willst du so genau wissen, dass es leer ist? Es wurde freigeschaufelt. Die Erde ist frisch und das Grab leer. Hab's selbst gesehen. Gütiger Himmel. Was in Gottes Namen? Wieso ist es nicht auf heiligem Boden? Nur reulose Sünder werden so bestattet. Für gewöhnlich. Lassen wir das lieber. Manche Dinge sollte man vergessen. Wessen Grab ist es? Also schön. Einst lebte hier in der Gegend ein junger Köhler namens Lev mit seinem Weib. Hier haben stets viele Köhler gelebt, aber dieser Bursche arbeitete alleine. War gewiss eine ganz schöne Schufterei. Wollte denn niemand mit ihm arbeiten? Ach, er hatte seinen eigenen Kopf und wollte völlig auf sich gestellt für seine Familie sorgen. Okay. Kann ich gut nachvollziehen. Lieber für sich arbeiten, als sich für andere den Rücken bucklig zu schuften. Sein Weib wurde schwanger, was jedoch niemand wusste. Und seine Arbeit warf nicht viel ab. Schon bald hatten sie nichts mehr zu beißen. Daher begann er zu stehlen. Oh, das ist übel. Stehlen ist eine Sünde. Nun ja, wenn das Eheweib hochschwanger ist und vom Hunger geschwächt nicht einmal das Bett verlassen kann, denkt man vermutlich anders. Wurde er erwischt? Angefangen hat es mit Eiern, die er aus Hühnerställen genommen hat. Doch dann stahl er alles, was nicht nied- und nagelfest war, bis er schließlich erwischt wurde. Ich nehme an, er wurde dafür hart bestraft. Selbst da schwieg er beharrlich zu seinen Beweggründen. Er wurde ausgepeitscht und schließlich aus Ledetschko verbannt. Das Recht hat also gesiegt. Manchen war das nicht genug. Als der Fleischer erfuhr, dass er keine Entschädigung erhält, forderte er, dass dem Köhler die Hände abgehackt werden. Ui, aua. Hätte der Vogt ihn nicht zur Vernunft gebracht, hätte er das mit seinem Beil selbst erledigt. Also kam er recht glimpflich davon. Ach, letzten Endes hat er sein Fett mehr als wegbekommen. Hat der Fleischer ihn erwischt? Nein, nein. Gottes Mühlen mahlen zwar langsam, aber stetig. Bei der Geburt verblutete sein Weib und auch das Kind starb. Oh, das ist aber traurig. Tut mir leid, das zu hören. Wenigstens wusste er sie an einem besseren Ort. Vielleicht. Konnte denn nichts für sie getan werden? Es war ja niemand dort. Niemand konnte seinem blutenden Weib helfen. Man sagt, an dem Tage habe er sich von Gott abgewandt. Und auch den Dörflern kehrte er den Rücken. Vermutlich hat er uns nie vergeben. Und sich selbst auch nicht. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Was wurde denn aus ihm? Bitte frag mich das nicht, Junge. Na los, erzähl schon. Bitte, gute Frau. Du musst mir das doch zu Ende erzählen. Ich sagte nein. Gibst du jetzt Ruhe? Das ist natürlich übel. Naja, dann reden wir mal mit dem Scharlatan. Grüß dich. Hier, das tragische Schicksal des Köhlers. Ein junger Köhler. Und so nimmt die Geschichte des jungen Köhlers, der sich auf den Teufel eingelassen hat, ihren Anfang. Hör doch auf, der Teufel? Lass mich dir doch erst... Er stammte aus Ledetschko und versuchte erfolglos, ganz auf sich gestellt, für sich und sein Eheweib zu sorgen. Als sie schwanger wurde, begann er zu stehlen. Ob seines Stolzes bat er seine Mitmenschen nicht um Hilfe. Und so verkaufte er vom Hunger geplagt dem Teufel seine Seele. Er wurde erwischt und bestraft. Aber einigen der Geschädigten war das nicht genug. Als er bei der Geburt seines Kindes Weib und Kind verlor, gab er jedem die Schuld. Anscheinend auch dem Herrgott.
Doch als die Zeit kam, der Hölle ihren Tribut zu zahlen, ja, ist so ein Lavasack. Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Weib und Kind. Da verfluchte der Köhler den Herrgott und erntete seinen tödlichen Zorn. Doch die Seele fuhr nicht aus dem Leib des Toten aus. Und so wurde er zu einem Wiedergänger, getrieben von seiner unbändigen Wut auf Gott und die Lebenden. Himmel, hast du mir überhaupt zugehört? Was? Hast du etwas gesagt? Ich geb's auf. Also, was hast du als nächstes vor? Die Frage ist, was würde der Wiedergänger tun, um sich an den Dörflern zu rächen? Und, mein Lehrling? Sein... Er wandte sich von Gott ab. Vom Allmächtigen ab. Was verbindet man mit Gott am meisten? Hier gibt es keine Kirche, aber jeder hat einen Rosenkranz. Etwas anderes fällt mir nicht ein. Das ist es! Wenn Rosenkränze verschwinden, haben die Leute schlaflose Nächte. Ich soll Rosenkränze stehlen? Aber das ist... Dann tausch sie einfach aus. Hm? Gegen was? Gegen nichts. Toll. Ein Vogel. Als Dieb hat er erst super. Der Typ ist klasse. Du willst, dass wir stehlen? Wie schändlich. Hast du keine Ehre? Nur ein paar Eier aus Hühnerstellen, so wie es die Frau sagte. Eine Todsünde wäre das nicht. Aber wie kommen sie auf den Wiedergänger? Ganz einfach. Ich lasse Kohlestücke zurück. Und ihr Essen ward verwandelt zu Asche. Ei. Augenscheinlich war er voll des Zornes, da der Köhler recht glimpflich davonkam. Und der Wiedergänger brachte ihr Fleisch zum Faulen. Und wie? Durch Berührung. Eine berüchtigte Fähigkeit von Wiedergängern. Ich hielt das eher für das Werk schlechter Fleischer. Kommt auch vor, ja. Also, ich soll dem Fleischer faules Fleisch unterjubeln. Aber was ist mit der Frau des Fleischers? Was soll mit ihr sein? Wegen ihres Mannes plagte sie das Gewissen und sie konnte nicht schlafen. Ich half ihr, wieder zur Ruhe zu kommen. Dann ist ja alles gut. Was? Wenn ich ihr Angst einjage, geht das doch wieder von vorne los. Wenn dir etwas anderes einfällt, musst du das Fleisch ja nicht vertauschen. Aber was kümmert sie dich überhaupt? Aber das Fleisch muss vom gleichen Tier sein. Kein Wiedergänger verwandelt eine Kuh in einen Huhn. Was ist mit seinem Weib und Kind? Zweifellos will er ihren Tod rächen. Wie kam sie um? Tod im Kindbett. Und als Hass aus seiner Liebe ward, ward aus Wasser Blut. Ja, nicht besonders originell, aber altbewährt. Mach das im Badehaus und jeder wird davon erfahren. Und wie soll ich das anstellen? Wäre ganz schön auffällig, mit einem Eimer voller Blut durch die Gassen zu laufen. Musst du nicht. Es gibt da einen feinen Trank, der Abhilfe schaffen wird. Also, Eier stehlen und Kohle zurücklassen. Fleisch vertauschen, das Wasser im Badehaus rot färben. Alter, und voll, das ist voll viel. Das sollte reichen, hoffe ich. Und sollte dir sonst noch etwas einfallen, lass dich nicht aufhalten. Vielleicht bringen dich die Leute auf Ideen. Händler, der Vogt. Was, wenn ich auf frischer Tat ertappt werde? Lieber nicht. Sonst endet es womöglich so verheerend wie in Sasau. Also pass auf, sonst zählen die Leute eins und eins zusammen. Niemand wird etwas merken. Und wie erfahren wir, ob es geklappt hat? Man wird es wohl kaum auf dem Marktplatz verkünden. Ich werd's als erstes wissen. Die Leute werden angerannt kommen und um Tränke betteln. Wohl an! Na, da bin ich ja mal gespannt. Okay. Ich finde, der Köhler verdient seine letzte Ruhe. Heinrich, bei all dem, was der Kerl durchgemacht hat, dürfte das schwierig werden. Vor allem, solange ich seine sterblichen Überreste mit mir herumtrage. Ah, weißt du, wem du damit helfen könntest? Helfen? Wem? Wie? Mir natürlich. Und ich zahle gut für die Knochen eines Wiedergängers. Es gibt keine Wiedergänger. Noch nicht. Also, sag mal, der Knaller, der Team. Ja, komm, hier, nimm... Ich verkaufe sie dir. Hier, komm. Gut. Nimm. Ich verkaufe sie. Nimm mit. Ich will sie nicht haben. 5? Knochen eines Wiedergängers. Der letzte Schrei.
5 Groschen, zahle gut. Hust, hust. Okay, was müssen wir denn jetzt hier machen? Was ist das? Vertausche die Waren des Fleisches mit verdorbenem Fleisch. What? Okay. Was ist das? Okay. Färbe das Wasser in den Badehäusern. Okay, aber wie mache ich denn das? Irgendwas gekriegt? Nahrung? Brot? Ein Mittel für Meerjet? Okay, wie färbe ich denn das Wasser? Passt du denn das? Wie lautet das Rezept für den von dir erwähnten Trank? Mit dem man Wasser färben kann? Also... Ja? Hör jetzt ganz genau hin. Erzähl. Ganz Ohr. Wie Blut aus Liebe ward. Einst lebte ein kühner Ritter von edlem Gemüte, der jedoch so forsch und unnahbar war, als besäße er Stacheln. Er verliebte sich in eine junge Maid mit strahlend rotem Gebände, die er zusammen mit ihren Schwestern auf einem Feld sah. Er wusste um seinen Charakter und wollte die Maid nicht ängstigen. Und so bat er einen anderen Ritter um Rat. Einen frommen Kreuzritter, der den Namen eines heiligen Propheten trug und ihm alle Ehre machte. Der fromme Ritter schlug ein Treffer. Ach, muss es denn jetzt ein fucking Rätsel sein? Wenn ihm auch er zugegen sein wollte, auf dass er seinem Freund helfen möge, sich der holden Maid bei einem Becher Wein zu offenbaren. Und so geschah es. Doch die holde Maid verliebte sich in den frommen Ritter. Der kühne Ritter erzürnte und forderte seinen Rivalen zum Duell. Lange und erbittert kämpften die beiden. Doch sie waren sich ebenbürtig und so fielen am Ende beide tot zu Boden. Voller Pein ob der Wirkung ihrer Schönheit ergriff die holde Maid den Dolch eines der beiden toten Ritter und stieß ihn sich mitten ins Herz. Leblos lagen ihre Leiber am Boden, 3 an der Zahl, und ihr Blut ergoss sich in den Fluss, der so von der Tragödie kündete. Ich dachte, jetzt kommt das Rezept und nicht eine Märchenstunde. Das ist das Rezept. Die Zutaten. Oh, hör doch auf. Das werde ich doch niemals verstehen. Damit ich nichts vergesse. Aha. Und was brauche ich? Ich weiß es nicht mehr. Oh, bitte nicht. Toll. Wenn du es nicht weißt, wer sonst? Du findest die Zutaten schon heraus, Lehrling. Ich weiß aber noch, dass 3 Pflanzen in der Geschichte vorkommen. Und dass es kein schwieriges Rezept ist. Es reicht, die Zutaten zu zermahlen und für einen Sanduhrdurchlauf zu kochen. Du musst also nur herausfinden...